Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist ja nur konsequent, wenn die Grünen sich hier des Themas Sucht annehmen, denn sie sind ja gerade dabei, die Anzahl der Süchtigen kräftig erhöhen zu wollen. Gerade eben hat Ihr Herr Dr. Terpe, Ihr Bundestagsabgeordneter, wieder mal gefordert, dass Haschisch, sprich Cannabis, legalisiert werden soll, der Anbau und der Verbrauch für den Eigenbedarf. Das heißt, Sie wollen hier neben Alkohol eine zweite Volksdroge etablieren. Und dann haben Sie natürlich ein paar Jahrzehnten neue, ältere Süchtige. Es ist schon traurig genug, dass wir den Alkoholmissbrauch als zumindest Nebenerscheinung aus der Gesellschaft nie ganz wegkriegen werden, weil der Alkoholgenuss schon seit Jahrhunderten historisch und kulturell in Deutschland tief verwurzelt ist. Und es gibt halt immer welche, die damit nicht umgehen können. Diejenigen, die nur eine Badewanne pro Jahr brauchen, wie die Dame von der CDU erklärt hat, kommen vielleicht noch zurecht. Aber ich zum Beispiel bin Anti-Alkoholiker. Das heißt, es muss statistisch jemanden geben, der zwei Badewannen aussäuft pro Jahr. Und der, weiß nicht, vielleicht sitzt er hier im Saal, der hat schon Probleme. Ja, oder einer von Ihren Genossen aus Trauer über den Untergang der DDR, das kann ja auch sein. Jedenfalls ist Alkohol schon ein schwerwiegendes Problem. Das ist auch richtig bei älteren Leuten. Der demografische Wandel führt eben auch dazu, dass wir glücklicherweise immer älter werden. Aber viele ältere Menschen vereinsamen auch. Manche werden von ihren Familien so vernachlässigt, dass sie nicht mal mehr die Stimme ihrer Verwandten, ihrer Enkel am Telefon erkennen, sodass Gaunerbanden in der Lage sind, sich als ihre Enkel auszugeben und sie dann abzuzocken und Millionen Beute zu machen. Das ist schon schlimm genug. Aber jetzt soll auch noch Haschisch dazukommen. Für den Eigenbedarf. Ja, wir reden hier über Sucht im Alter. Und wen Sie heute zum Haschgebrauch verführen, indem Sie es legalisieren wollen und ausweiten wollen und zur Volksdroge machen wollen, den können Sie sich dann in 20, 30 Jahren kümmern, wenn er dann Sucht im Alter als Problem hat. Und Haschisch, der Unterschied zu Alkohol ist eben, dass damit bei weitem nicht so viele umgehen können. Haschisch ist kulturfremd, kommt aus ganz anderen Räumen. Nicht damit umgehen können vielleicht die Grünen, aber nicht die normalen Deutschen. Die haben damit Probleme. Und Haschisch ist auch schlimmer geworden und ist eine Brücke geworden zu noch härteren Rauschgiften. Es war schon immer eine Einstiegsdroge, was die Grünen da legalisieren wollen. Aber es sind mittlerweile Hochleistungspflanzen und Sorten gezüchtet worden mit wesentlich höheren Wirkstoffgehalten. Und Sie können sich also, wenn Sie erstmal Haschisch legalisiert haben, jeder in seinem Garten das anbauen kann, können sich dann hochhangeln von den alten Sorten mit relativ geringen Wirkstoffen immer höher, bis Sie bei den ganz harten Haschsorten sind, die schon kurz unter Heroin sind. Und dann können Sie auch gleich Junkie werden. Und das halten wir für äußerst gefährlich. Und daher ist dieser Antrag der Grünen ein Witz. Man kann nicht einerseits die Anzahl der Süchtigen noch ausweiten und eine zweite Volksdroge etablieren wollen, andererseits aber rumjammern über Sucht und Prävention im Alter. Sie schreiben hier unter Punkt 6, Sie wollen eine Informationskampagne zum Thema Sucht im Alter initiieren. Sie sollten lieber eine Informationskampagne zu den Gefahren von Cannabis und Haschisch initiieren. Das wäre vernünftiger. Und wenn die Leute dann mal bei Heroin angekommen sind, dass sie irgendwann ja vielleicht auch noch legalisieren wollen, dann kann ich Ihnen sagen, die wenigsten Junkies werden alt, sodass ihr Problem in dieser Hinsicht ins Leere läuft.